Heute gibt es ein Sahne-Nudel-Rezept. Das ist ein veganes Kinderrezept, was ganz schnell geht, gerade wenn Kinder von der Schule oder vom Kindergarten kommen und du ganz fix was kochen möchtest. Das sind jetzt die Zutaten. Ich habe jetzt hier Mais genommen, ein bisschen Erbsen und den Brokkoli. Genauen Mengenangaben findest du aber auch nochmal unter dem Video. Ich habe jetzt hier alles tiefgefroren genommen. Zufälligerweise ist auch alles vom Alnatura. Tiefgefrorenes Gemüse ist halt super, weil du es sehr gut im Tiefkühler lassen kannst und so das ganze Jahr über biologisches, frisches Gemüse hast. Als allererstes stellen wir schon mal das Wasser auf, um es zum Kochen zu bringen für die Nudeln. Und dann geben wir das gesamte Gemüse schon mal in die Pfanne rein. Wir brauchen nochmal eine Knoblauchzehe, um das dann zu würzen. Und dann kommen diese Zutaten hier, Hafercreme, dann habe ich jetzt hier Gemüsebrühe und Kräutersalz. Alles zusammen in die Pfanne geben. Das Wasser kocht schon, da gebe ich jetzt auch schon mal die Nudeln rein. Die Nudeln und die Soße sind dann gleichzeitig fertig. Hier habe ich jetzt schwarzen Pfeffer hinzugegeben, ein bisschen Knoblauch und jetzt das Kräutersalz. Du brauchst aber kein Kräutersalz, wenn du es nicht hast. Zufälligerweise habe ich es. Es gibt ein bisschen mehr Geschmack und ich brauche auch nicht so viel Salz. Jetzt habe ich schon die Hafersahne dazugegeben, die Gemüsebrühe dazugegeben und das lassen wir jetzt einfach nur vor sich hinköcheln und fertig. Eigentlich ist das Rezept jetzt hier schon beendet, aber ich gehe ein bisschen weiter und zeige euch noch den Rest. Die Nudeln habe ich jetzt hier abtropfen lassen und mit kaltem Wasser nochmal gewaschen. Das sind übrigens Urkornnudeln, die sind einfach besser als die herkömmlichen Nudeln. Hier habe ich ein bisschen Maisstärke, guck, dass du, oder du kannst auch Kartoffelstärke nehmen, in Bioqualität, um die Soße ein bisschen schneller eindicken zu lassen. Ich nehme hier ungefähr einen Teelöffel von dieser Maisstärke. Kaltes Wasser dazu, ist egal wie viel, das sind vielleicht 3-4 Esslöffel. Gut verrühren mit dem kalten Wasser. Das kommt dann in die Soße rein, damit die schneller dickflüssig wird, weil wenn es schnell gehen muss, willst du nicht stundenlang das Wasser verdampfen lassen, damit sie dickflüssig wird, die Soße. Jetzt siehst du auch schon, die wird schon langsam dickflüssig. Das lasse ich so ungefähr noch 3 Minuten vor sich hinköcheln und dann ist auch schon alles fertig. Der Brokkoli wird jetzt nicht richtig, richtig weich. Ich lasse ihn so ein bisschen knackfest. Nicht alle Kinder essen den. Der Kleinste isst gerne den Brokkoli. Die Großen mögen den gar nicht. Müssen sie jetzt auch nicht. Dann einfach nur servieren und fertig. Die Kinder mögen immer erst die Nudeln, dann die Soße und die Mutter, wenn sie mit isst, dann mischt sie alles miteinander und dann haben wir es auch schon. Das ist jetzt ein ganz schnelles Rezept, was du als Mutter mit Kind mittags zubereiten kannst, wenn es schnell gehen muss und alle satt werden wollen. Nudeln lieben ja alle und deshalb hier ein veganes Sahne-Nudel-Rezept. Wenn dir dieses Rezept gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Ich freue mich über jeden Kommentar und bis bald zum nächsten Video.